Hallo allerseits und herzlich willkommen. 6 Rezensionsexemplare von einem einzigen Verlag auf der Frankfurter Buchmesse. Was zur Hölle ist da passiert? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich möchte euch heute Bücher zeigen, die es auf der Buchmesse als Rezensionsexemplare gab. Wobei ich sagen muss, da sind jetzt 2 Bücher bei. Also das eine hat meine Frau geschenkt bekommen, das andere habe ich geschenkt bekommen. Die zeige ich euch auch kurz, aber das sage ich dann, welche das sind. Beim Rest dürft ihr davon ausgehen, dass es Rezensionsexemplare sind. Zuerst von Becky Albertalli, Imogen, obviously. Ich lese euch einfach kurz vor, worum es geht, weil ich habe es noch nicht gelesen. Meine Frau hat es, glaube ich, auf Englisch schon mal gelesen oder angefangen. Sie meinte auch schon, dass, also in dem Buch wird wohl sehr, sehr oft irgendwie das Wort obviously verwendet. Und sie meint, dass das sehr gut gelöst worden sei. Was ist hier in diesem Buch drin? Ah ja, hier sind so Character Cards zum Beispiel drin. Weiter hinten ist, glaube ich, auch noch eine. Was ist das denn hier für eine Seite? Fancy? Ihr seht, ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, deswegen... Das ist auch so eine Karte. Genau, deswegen kann ich euch dazu noch nicht so viel sagen. In meinem Bauch spüre ich vollkommen unerwartet ein Sternschnuppengefühl. Ein Glitch, ein Aussetzer, wie mein Herz geradewegs aus meiner Brust springt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tatsächlich denken, dass ich für sie schwärme. Aber woher weiß ich, ob es echt ist? Die 17-jährige Imogen sieht sich schon immer als größte Ally. Sie unterstützt ihre queeren Freunde, wo sie nur kann. Als sie ihre beste Freundin Lily, frisch geoutet und ziemlich glücklich in ihrem Leben, an der Uni besucht, weiß jedoch niemand in Lillys neuer Clique, dass Imogen selbst nicht queer ist. Ich erinnere mich daran, den Klappentext auf Englisch gelesen zu haben. Ha! Denn Lily hat rum erzählt, dass sie und Imogen in der Vergangenheit ein Paar waren. Plötzlich beschäftigt sich Imogen mit Fragen, die sie bisher immer verdrängt hat. Noch dazu verbringt sie mehr und mehr Zeit mit der charmant chaotischen Tessa, die ihr ganz schönes Bauchkribbeln beschert. Imogen muss sich eingestehen, vielleicht ist sie doch mehr als ein Ally. Aber wer ist sie wirklich? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es werden wird und so dieses Yay, Ally to the Queer, kenne ich von mir selber auch und dann habe ich festgestellt, dass ich selber queer bin. Komisch, wie konnte das bloß passieren? Dann ein Buch, was mega das fancy Konzept hat. Ich drehe es nämlich einfach mal um. Also ihr seht, es hat vorne und hinten quasi das gleiche drauf. Wieso, weshalb, warum? Man kann das Buch von beiden Seiten lesen. Also es ist so aus 2 Perspektiven geschrieben. Und es gibt dann immer so Seiten, da weiß man dann, okay, jetzt muss ich umdrehen und die andere Perspektive lesen. Ja. Das ist übrigens das einzige Buch, was meine Frau und ich uns auf der Buchmesse gekauft haben. So. Ist von einer englischen Autorin, die war auch am Stand, das war ganz cute, die hat dann auch die Bücher direkt signiert. The Last Days of Holly Hayes von Sandra J. Paul. Boah, ich tue mich immer schwer damit, Namen, die ich aus dem Deutschen kenne, Englisch auszusprechen. Hier gibt es noch kurz den Klappentext. If the end would come, would you choose the brightness of love over the darkness of fear? When college students Holly and Dylan fall in love, life is wonderful for a while. There's just one big problem. Holly has this nagging feeling that her boyfriend is hiding something from her. Something big. Something about his family and his past. When he takes her to his hometown, Holly's worst fears become true. Dylan's behavior suddenly changes. He drags her to a cave and locks her in, screaming that the world is coming to an end. But is there really a doomsday scenario unfolding on the other side of the shelter's steel doors? Ich finde, dass es super spannend klingt. Also, 2 College-Studierende verlieben sich ineinander, sie treffen sich, sie lernt seinen Heimatort kennen und er verschleppt sie in eine Höhle, wo er sie einsperrt und sagt, der Weltuntergang steht bevor. Ich bin super gespannt auch, wie es mit diesem Wendekonzept, sage ich jetzt mal, weitergehen wird. Am Anfang, als das am Stand erklärt wurde, musste ich ein bisschen an so Bücher denken wie die 3 Fragezeichen Kids zum Beispiel und Du, bei denen das dann ja auch so war, dass man dann manchmal irgendwelche Rätsel lösen musste und dann hieß es, ja okay, lies jetzt auf der und der Seite weiter. Ich glaube, bei so Fear Street-artigen Büchern gab es das auch mal. Ich bin mir da aber nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, eine Weile war das auch so quasi Trend. Ja, das ist auf jeden Fall das 2. Buch von der Buchmesse und das einzige, was wir uns gekauft haben. Wir haben uns brav zurückgehalten. Wobei es auch gar nicht so nötig war, sich zurückzuhalten, weil Eskalation, meine Freunde, Eskalation. Aber bevor ich euch die komplette Eskalation vorstelle, möchte ich euch von Lisa Krusche Wie der seltsamste Traum zeigen. Das ist dann jetzt wieder ein Rezensionsexemplar, also Imogen obviously und das hier. Selbst wenn es nicht Pauli wäre, niemand sollte einfach in einem Hut verloren gehen und nicht gesucht werden. Ich muss sagen, ich fand irgendwie, dass das Cover fancy aussah, als ich am Verlag stand und dann habe ich es kurz umgedreht. Und dieser erste Satz, ne, der hat mich direkt abgeholt und ich war so,
Wie geht man in einem Hut verloren? Das klingt sehr cool. Auf einmal ist Pauli weg. In den Hut gefallen, behauptet Elliot. Was weiß der komische Vogel schon, denkt sich Pola. Doch Pauli fällt und zerreißt den Himmel einer unbekannten Welt, in der alle Wesen in Harmonie miteinander leben. Unglücklicherweise stört Pauli den Frieden massiv. Ach nee. In ihrer alten Welt tun sich Elliot und Pola gezwungenermaßen zusammen, denn irgendjemand muss Pauli ja schließlich zurückholen. Und die Erwachsenen sind es nicht. Also, wie zur Hölle holt man jemanden aus einem Hut? Ja, hier steht dann noch drunter eine mutige literarische Expedition einer ausgezeichneten Autorin für alle, die Sprache und ausgefallene Geschichten lieben. Es bleibt spannend. Hier ist eine Karte drin, die gehört aber zu einem anderen Buch von Bells. Ich guck mal gerade. Stimmt, ich habe nämlich noch ein zweites Rezensionsexemplar von Bells bekommen. Fred oder Fred und ich. Von Lena Hach. Das erste Mal begegnen sich Annie und Fred in einem Café. Das zweite Mal eine halbe Stunde später auf einem zugefrorenen See, in dem Annie morgens heimlich badet. Schon am nächsten Morgen taucht Fred, mit ihr ins eiskalte Wasser. Annie erfährt, dass Fred trans ist. Auf einmal braucht es neue Wörter, weil die alten falsch und verletzend sein können. Ein Roman über die erste Liebe, in der sich alles neu und wunderschön anfühlt. Finde ich auch, klingt sehr gut. Hier ist noch von einem Buch, was Freundschaften alles aushalten können. Feuerwanzen lügen nicht, auch interessanter Titel. Ja, das Buch ist ziemlich dünn hier tatsächlich. Das sind irgendwie so 90 Seiten, aber ich bin sehr gespannt. Die Tatsache, dass es queer ist, hat mich auf jeden Fall schon mal interessiert. Das ist ja so, dass ich dann oft am Stand frage, hey, ne, habt ihr Rezensionsexemplare, wie macht ihr es dieses Jahr? Und die meinten dann auch so, ja, lass mal kurz gucken, woran hättest du denn Interesse? Und dann war ich einfach so, irgendwas Queeres gerne. Und das ist dann dabei rausgekommen. Das Buch war wohl auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, den hat es jetzt nicht bekommen. Ich weiß nicht, welches Buch es bekommen hat, aber das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Buch gut ist. Ob das so ist oder nicht, das werdet ihr erfahren, wenn ich es euch rezensiere, denn ihr dürft euch gerne darauf gefasst machen, dass ich all die Bücher auch rezensieren werde. So, das waren jetzt Bücher 1, 2, 3 und 4. Wir sind lange noch nicht fertig. Wir bewegen uns in Richtung Krimi und Thriller. Okay, Kriminalroman steht drauf, also wird es wohl ein Krimi sein. Oh, das Buch erscheint erst im Dezember 2024. Das ist fancy. Eisiges Glas heißt das. Ja, das Cover ist eine Mischung aus faszinierend und absolut widerlich. Er hebt sich aus den Tiefen der Dunkelheit, aus der niemand jemals zurückkehrt. Aus der niemand jemals zurückkehrt. Doch, ja, das ergibt Sinn. Niemand außer ihm. Kaum hat Kriminalinspektorin Leonore, Aska ihren ersten Fall als Leiterin der Abteilung für hoffnungslose Fälle gelöst, ich bin mir sicher, genau so heißt eine Abteilung, nimmt ihr Vater nach jahrelangem Schweigen Kontakt zu ihr auf. Der Prepper, that's gonna be fun, steht unter Verdacht, mit dem Tod eines Urban Explorers in Zusammenhang zu stehen, dessen Leiche ohne Augen aufgefunden wurde, und droht sich der Verhaftung ohne Hilfe seiner Tochter gewaltsam zu widersetzen. Zur gleichen Zeit erhält Leos Kindheitsfreund Martin Hill, den Auftrag, auf einer Privatinsel mit verlassenem Observatorium an einer Biografie zu arbeiten. Bald entdeckt Hill, dass es in der Gegend noch mehr Geschichten gibt. Über mysteriöse Lichter und über Körper ohne Augen. Oh, raffiniert, atmosphärisch und hochspannend. Der zweite Fall für Leo Aska und ihr Team von Außenseite. Ich hatte natürlich mal wieder keine Ahnung, dass es Band 2 ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass man das trotzdem verstehen kann. Wenn nicht, werde ich dem Verlag schreiben müssen. Liebe Leute, ich hätte gerne Infos. Oh wow, hier steht der Bestseller aus Schweden. Ja gut, das hätte mir wohl beantwortet, dass man Leonore nicht Englisch ausspricht. Selbst wie es soll. Das Buch, was ich geschenkt bekommen habe, ja, das war eine etwas spannende Geschichte. Das war irgendwie so ein sehr, sehr kleiner Verlag, Layla Press heißt der, und meine Frau und ich waren dann da und haben verschiedene Bücher gesehen und es war auch interessant und die waren so, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr welche geschenkt haben. Einzige Bedingung quasi so, wir dürfen ein Foto von euch mit dem Buch machen, wahrscheinlich für Social Media. Und wir waren dann so, oh cool, und es war irgendwie Viertel nach 9:30 oder so und die meinten dann auch, dass wir um 14 Uhr wiederkommen können, also ab 14 Uhr, um uns die Bücher abzuholen. Und dann waren wir um, ich glaube, 4:30 da und die Bücher waren weg. Das war so ein bisschen schade. Ich habe da noch ein alternatives Buch gefunden, von dem ich gesagt habe, oh ja, das klingt interessant. Aber meine Frau hatte dann leider nichts gefunden. Und es war wirklich schade, weil wir haben unsere Post-its mit unseren Vornamen da reingeklebt. Also das war deren eigenes Konzept. Und die meinten, dass sie bis irgendwie Ende da sind, was über 1-2 Stunden noch hin war zu dem Zeitpunkt. Naja,
Ich habe hier von Lorna Greaves MASH, Vietnam, What It's Like to Be a War Nurse. Es ist ein autobiografisches Buch darüber, wie es war, Krankenpflegerin im Vietnamkrieg zu sein. So, von der US Army. Ich glaube, da muss ich euch jetzt auch nicht hier den Rücktext vorlesen, weil, ja, so viel anderen Inhalt wird dieses Buch mit seinen 136 Seiten auch wahrscheinlich nicht haben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ein guter Freund von mir ist ja jetzt zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, mit dem hatte ich dann die Tage auch mal die Unterhaltung, hey, ist eigentlich für dich absehbar, wann es mal ins Ausland geht, also in Einsätze? Und er meinte zum Glück, dass er da noch ein bisschen Zeit hat, aber ja, ein bisschen Sorgen macht man sich da ja schon so ein bisschen, ne, bei der aktuellen politischen Lage. Ein Buch, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt fange ich auch schon damit an. Ein Buch, bei dem ich mir dachte, das habe ich gesehen, das wollte ich schon immer mal lesen, schauen wir mal, wie es wird. Okay, es hat leider unter dem Schutzumschlag einfach nur schwarz und ist nicht spektakulär, sonst hätte es sehr gut zu meinem Video neulich gepasst, in dem ich ja auf Bücher, die unter ihrem Schutzumschlag mega schön sind, eingegangen bin. Von Natalie Haynes, Stoneblind, der Blick der Medusa. Es hat ein Lesebändchen. Ich liebe Bücher mit Lesebändchen. Sie werden dich fürchten und von dir fliehen. Vor dir fliehen. Und sie werden ein Monster aus dir machen. Medusa ist die jüngste und schönste von drei Schwestern und die einzige Sterbliche in ihrer Götterfamilie. Fernab von der Welt wächst sie behütet auf, bis eine Begegnung mit dem Meeresgott Poseidon ihr Leben auf tragische Weise und für immer verändert. Verändert, nicht verendet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Buch so wird. Und ich finde es sehr interessant, weil ich habe die Tage nochmal, also gut, es ist ein paar Wochen her, aber never mind, ein bisschen was so über Frauenfiguren in der Geschichte gelesen und da meinte dann auch jemand so, dass es diverse Personen und so weiter gibt, die super oft dann einfach so sagen, ja, lass mich in Ruhe, dann irgendwelche super krassen Dinge machen und selbst dann werden sie nicht in Ruhe gelassen. Ich glaube nämlich, und deswegen kam ich da drauf, dass es da um Medusa ging und dass sie dann ja schon so Schlangen aus dem Kopf wachsen hat und alles, und dann wird sie halt trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Ja, in meinem Kopf ist das gerade voll die logische Assoziation und ich habe da noch ganz viele weitere Gedanken zu, die ich aber gerade nicht gut in Worte gefasst kriege. Aber vielleicht habt ihr da jetzt auch Gedanken zu. Yes, dann von einem Verlag, von dem ich noch nie gehört habe, glaube ich. Also Schande über mich, doch, der Lawrence King Verlag. Also ich meine, dass ich schon mal was von denen gehört habe, aber ich bin mir nicht sicher, es ist aus der von Virginie Desponte, bearbeiteten französischen Ausgabe ins Deutsche übersetzt von Lisa Heilig. Ich habe keine Ahnung. La Rata, give it to me. Von Blues über Rock, Disco und Punk bis hin zu Rap. Viel wurde schon über Frauen in der Musik geschrieben. Dieser illustrierte Essay ist allerdings anders. Er wirft einen feministischen, lesbischen, ganz anderen Blick auf diese Frauen, die die Welt verändert haben. La Rata begegnet allen mit großer Empathie und Bewunderung und zeichnet sie als die Göttinnen, die sie sind. In diesem Buch geht es um Popmusik und Sängerinnen mit vermeintlich schlechtem Ruf, um Postkolonialismus, radikalen Feminismus und Sex. Vor allem um Sex. Es bietet einen Gegenentwurf zur westlichen Mainstream-Musik. Frauen, die teils in gewagten, minimalen Outfits singen und tanzen und nur über Sex reden, tun dies vor allem für andere Frauen. Dass Männer davon profitieren, war schon immer nur ein Nebeneffekt. Die Männer haben meist nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Wir wissen, dass sie für uns getanzt und gesungen haben, um andere Formen der Lust aufs Leben und auf Sex zu entwickeln. Sie verkörpern den radikalen Feminismus. Und das ist dann jetzt von Virginie Despontae. Genau. La Rata wurde 1985 im nordspanischen Saragossa geboren. Nach Abschluss ihres Studiums an der Kunsthochschule Barcelona arbeitete sie als Tätowiererin und Illustratorin zusammen mit queeren Künstlern und Verlagen. Beim Verlag Tré Daniel veröffentlichte sie mit der französischen Autorin Virginie Despontae 2022 Oracle Rock. Sie moderiert Pop-Bingos auf Lesben-Partys in Paris und Barcelona. Aus ihrer Leidenschaft für Musik im Allgemeinen und für sich entblößende Sängerinnen im Besonderen entstand schon 2019 die Idee für ihr erstes Buch. Ich finde, das klingt extrem gut. Es ist illustriert. Es ist jetzt auch nicht einfach nur Text. Also ich glaube, dass das sehr gut wird. Wen habe ich hier überhaupt aufgeschlagen? The Cramps, Poison Ivy. Auf das Buch bin ich sehr gespannt und das ist ganz ulkig, weil ich glaube, ich habe am Vorabend der Buchmesse mit meinem Vater erst eine Diskussion über den Male Gaze geführt und was das ist und warum der vielleicht auch problematisch ist.
und dabei auch den Fakt gelernt, dem Letzt, also nicht bei der Unterhaltung, sondern dem Letzt, als es um Male Gaze ging, dass der Drache Mushu in der Originalversion von Mulan, also der Version von 1998, mehr Text hat als Mulan, obwohl es in dem Film um Mulan geht. Also vielleicht doch kein so großer Verlust, dass eine Realverfilmung gestrichen wurde, ganz unabhängig davon, dass die Realverfilmung nicht gut ist. Ja. Weiter geht's nach einem minimalen Rant. Es war ganz witzig, als ich dieses Buch mir ausgesucht habe als Rezensionsexemplar, weil es waren auch so, ja, guck einfach mal durch, was dich interessiert. Und da standen mehrere Bücher nebeneinander und das eine hieß dann so One Second to Love, Two Minutes to irgendwas, Three, Four, was auch immer. Und ich hatte mir erstmal das mit der Four im Titel rausgenommen. Und ja, meine Frau hatte dann den klugen Gedanken, dass ich mal fragen soll, ob das der erste Band ist. Nee, es war der vierte. Also der erste Band ist One Second to Love, Breaking Waves von Christina Monninger. Ein sehr schönes Cover, wenn ihr mich fragt. Hier ist Angst ein bisschen. Eine Second Chance Rockstar Romance. Ihr kriegt den kürzeren Klappentext. Ein letztes Konzert auf der Ferieninsel ihrer Jugend. Dann ist alles vorbei, schwört Avery sich. Die Welttournee hat sie ausgelaugt, besonders jene verhängnisvolle Nacht mit Jake, die nie hätte passieren dürfen. Harbor Bridge war immer ihr Safe Haven und spontan beschließt sie zu bleiben. Doch es ist auch der Ort, an dem ihre Freundin Josie vor 10 Jahren spurlos verschwunden ist. Die Insel, auf der Jake ihr einst das Herz gebrochen hat. Statt der ersehnten Ruhe findet sie Hinweise auf Josies Verschwinden, die alles bisher Geglaubte nichtig machen. Und dann ist da noch Jake, der sich weigert, die Insel zu verlassen. Es könnte das erste Mal seit sehr langer Zeit sein, dass ich freiwillig eine potenzielle Hetero-Liebesgeschichte lese. Und hier könnt ihr mal sehen, wie die anderen Cover aussehen, zusammen ergeben die dann so ein Gesamtbild. Und ich bin ein riesen Fan von sowas. Das letzte Mal habe ich was ähnlich durchdachtes bei der Hardcover-Ausgabe von Soulseeker erlebt. Weil da dann immer, zum Beispiel links war das dann so, sagen wir mal, pink und rechts war es dann eher so blau-lila. Und das nächste Buch fing dann blau-lila an und ist dann ins Grün übergegangen und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Ja, wenn man hier hinten reingucken würde, hätte man natürlich auch sehr schnell gerafft, dass das Band 1, 2, 3, 4, 5 ist. 1, 2, 3, 4, so. Genau, das ist erst Averys Geschichte, dann Isabellas Geschichte, dann Odinas Geschichte und dann Lees Geschichte. Ja, es bleibt spannend. Das sind natürlich dann die Freundinnen, die vorher schon erwähnt wurden. Ich muss mich ja so ein bisschen verrenken, um die Bücher hinzulegen. Ich habe euch ja gesagt, dass es an einem Stand etwas, ein ganz kleines bisschen eskaliert ist. Und dieser Stand war One. Ich überlege gerade, womit ich am besten anfange. Okay, eventuell musste ich jetzt auf Instagram nachgucken, welches genau die 6 Bücher von One waren, weil ich es nicht mehr auswendig wusste. Und ich bin die Bücher gerade durchgegangen und war so, das sind nur 5, das sind nur 5. Wo ist Buch Nummer 6? Auf Insta geguckt, ah, das ist das Buch, das meine Frau gerade liest, von Lea Kalb. Der Name könnte euch in der Bücher-Community auch was sagen. Could it be love? Was wäre, wenn? Die 17-jährige Bonnie war schon oft verliebt und sie stellt sich immer wieder die Frage, wie ihr Leben wohl ausgesehen hätte, wenn sie mit ihren Crushes zusammengekommen wäre. Aber leider traut sie sich nicht einmal, jemanden anzusprechen, denn Bonnie ist viel zu schüchtern. Leichter fällt es ihr, für jede unerfüllte Liebe eine Playlist zu erstellen, um sich an ihre Gefühle zu erinnern. Doch als sie beim Hören ihres Songs plötzlich in eine Alternativwelt geschleudert wird und ihrer ersten Sommerliebe gegenübersteht, ändert sich schlagartig alles. Denn es bleibt nicht bei einem einzigen Weltensprung und mit jedem Mal lernt Bonnie nicht nur sich selbst besser kennen, sondern kommt auch ihrer großen Liebe ein Stückchen näher. Genau. Falls ihr euch jetzt denkt, so ja, Lea Kalb, sagt mir irgendwie was, aber ich komme nicht mehr drauf. Liberarium heißt ihr Insta und YouTube. Das Cover auch einfach abstrus schön. Ich bin sehr gespannt. Hier sind schon mal Playlists und ich nehme an, ja, hier sind dann auch nochmal Playlists. Die könnte man dann dazu hören, wenn man das möchte. Aber ich werde sie auf jeden Fall, auf gar keinen Fall vorher hören, weil ich mir vorstellen könnte, dass das so ein bisschen spoilert, gerade was so die Gefühle angeht. Ja, es bleibt spannend. Das andere Buch, was ich euch schon vorgestellt habe von One, war Imogen, obviously. Das ist auch davon. Und als ob 2 Bücher nicht krass genug wären, durfte ich dann auch noch einfach losschreiben, dein Schreibcoach für richtig gute Texte mitnehmen. Auch hier wieder mit einem Lesebändchen. Ich bin
sehr gespannt, ob es mir was hilft, weil ich dieses eine Manuskript habe, das habe ich in der 9. Klasse angefangen. Ich habe irgendwann mal dieses Manuskript an den Verlag geschickt, Video gemacht und ich sitze immer noch an diesem Manuskript. Also offensichtlich ist ja nichts draus geworden, aber ich gebe nicht auf und ich glaube an dieses Buch und an die Idee und deswegen sitze ich da immer noch dran. Aber es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, da gescheit dran zu arbeiten. Ja, die absolute Eskalation war, als ich folgende Bücher mitbekam von One. Weil die waren dann so, ja, was hättest du denn gern für Bücher? Ich so, die so, ja, such einfach mal, bring mit und dann gucken wir mal, ob das passt. Und ich war so, okay. Es endete dann damit, dass ich Imogen, obviously, Could It Be Love und diesen Schreibcoach mitnehmen durfte. Und A Good Girl's Guide to Murder, Good Girl, Bad Blood und As Good As That. Ja, ihr seid natürlich alle schlau, das weiß ich. Und deswegen wisst ihr, das ist eine Trilogie. Diese drei Bücher gehören zusammen. Und eventuell habe ich sie alle drei einfach als Rezensionsexemplar auf einen Schlag bekommen. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, wenn man nicht mal Band 1 gelesen hat. Weil man dann weiß, man sollte definitiv noch Band 2 und Band 3 lesen. Unabhängig davon, ob es einem gefällt oder nicht. Aber das Schöne ist, ich habe Band 1 inzwischen gelesen. Ich bin bei Band 2 in der Hälfte ungefähr. Und bisher gefällt es mir sehr, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mit True Crime Podcasts kann ich gar nicht so viel anfangen. Also ich gucke wahnsinnig gerne Only Murders in the Building. Aber das sind meine einzigen True Crime Podcast Berührungspunkte, die ich sonst in meinem Leben habe. Und ja, ich war so ein bisschen skeptisch, als ich dann irgendwo mal gelesen hatte, dass es in dem Buch, ich hatte nachgeguckt, worum es in dem Buch geht, nachdem wir dem letzten Heartstopper nochmal geguckt haben und da liest Isaac das ja irgendwann. Ja, und als ich dann las, dass irgendwie auch im True Crime Podcast ging, war ich so, aber vielleicht geben wir dem eine Chance, weil viele Leute es extrem abfeiern. Wir werden uns definitiv auch die Verfilmung angucken dazu. Ich bin sehr gespannt, wie das so werden wird. Auch wie der Cast ist und alles, ich habe absolut keine Ahnung. Und ja, nach dem ersten Buch dachte ich mir so, okay, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Aber ich finde, bisher ist es für den zweiten Band gut gelöst, dass das jetzt nicht einfach so mega gekünstelt wirkt oder so. Und apropos Heartstopper, was ich ungefähr drei Sätze vorher erwähnt habe, ich überlege, ob ich tatsächlich mal sowas wie eine Heartstopper-Lese-Challenge mache. Und ich bin mir sicher, irgendwo im Internet steht eine Liste aller Bücher, die Isaac im Laufe der Staffeln in der Hand hat. Und dann will ich mal gucken, welche davon habe ich schon gelesen. Und welche davon nicht und welche davon klingen gut und dann versuche möglichst viele von denen zu lesen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich darauf Bock habe. Es würde auch erfordern, dass ich mir sehr viele Bücher besorge. Lasst mich doch super gerne mal wissen, ob ihr Lust hättet, dass ich so eine Heartstopper-Lese-Challenge mache und vielleicht, ob ich ein paar von euch dazu gewinnen könnte, die gemeinsam zu machen. Ja, dann nehme ich jetzt mal diese drei Bücher. Oh, ich sollte euch wenigstens noch den Klappentext des ersten vorlesen. Der Fall ist abgeschlossen. Jeder weiß, wer der Mörder ist. Doch Pip wird allen beweisen, dass sie sich irren. Also, ja, man geht davon aus, dass ein Junge ein Mädchen ermordet hat. Das Ganze ist so 5 Jahre her. Und Pip ist der Meinung, dass sich alle irren. Und sie ermittelt im Rahmen einer Schularbeit über den Realismus, dass Jugendliche mehr Dinge rausfinden als Erwachsene oder so, lässt sich natürlich streiten. Und wenn man auch Kinderbücher teilweise zu sehr in Frage stellt, fällt da natürlich viel in sich zusammen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so passt, und ich meine, Fitz ist in den Pip, sie heißt halt mit Nachnamen Fitz Moby, deswegen kam ich kurz auf Fitz, ist in den Büchern immerhin, also in Band 1 ist sie 17, in Band 2 ist sie 18, also ja jetzt auch nicht mehr 5 oder so. Ja, also bisher sehr, sehr gut. Und ich hoffe, das gilt natürlich auch für all die anderen Rezensionsexemplare, die ich jetzt hier habe, die mich auch sicher eine Weile beschäftigt halten werden. Ich denke bei Only Murders in the Building nicht, A Good Girl's Guide to Murder, werde ich euch die alle drei zusammen vorstellen und dann irgendwie vielleicht gucken, ob ich auf jedes so ein bisschen einzeln eingehe. Das erscheint mir das Einfachste. Ja, dieser Buchschnitt ist so schön. Und ich muss jetzt mal kurz... Oh mein Gott, das ist unter dem Cover ein wunderschönes Buch. Oh. Es ist Enemies to Lover Fantasy. Prinzessin Kala ist untergetaucht, seit sie ihre Eltern ermordet hat. Was man so macht. Weil sie Talim von der tyrannischen Königsfamilie befreien will. Nur eine Person steht ihr dabei noch im Weg, ihr extrem zurückgezogen lebender Onkel König Kara. Wenn sie die jährlich stattfindenden tödlichen Spiele gewinnt, gibt mir ein bisschen Panem-Vibes, hat sie endlich die Chance, auch ihn zu töten. Ihr gegenüber steht Anton, ein junger Mann, der sich tief verschuldet hat.
Als Anton Kala ein Bündnis vorschlägt, entwickelt sich ihre Partnerschaft schnell zu einer leidenschaftlichen, alles verzehrenden Verbindung. Doch Kala muss sich entscheiden, wofür sie spielt. Für ihren Geliebten oder ihr Königreich, denn nur einer von ihnen kann das Spielleben verlassen. Klingt ein bisschen nach Panem, aber anscheinend ja auch Fantasy-Elemente, was ich sehr gut finde. Ich bin gespannt. Gehen wir doch mal direkt zu einem Buch über einen Typen, was aber von einer Frau geschrieben wurde, nämlich Mary Shelleys Frankenstein. In dieser unfassbar coolen Ausgabe. Der Buchschnitt ist auch mega. Und auch hier haben wir dann Illustrationen drin. So, und die Seiten sind teilweise bunt. Und dann halt auch so Briefe. Ich weiß noch nicht ganz, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, das wird sehr cool. Das ist eine illustrierte Schmuckausgabe, in diesem Fall von Koppenrad. Von denen hatte ich letztes Jahr zum Beispiel, als das Meer bebte, auf der Buchmesse als Rezensionsexemplar bekommen. Und es war ganz ruhig, weil der Mensch, mit dem ich da geredet hatte, genau der gleiche war auch dieses Jahr. Ja. Insgesamt habe ich für mich übrigens festgestellt, dass ich, glaube ich, eher ein Fan der Sonntagsbuchmesse bin als der Samstagsbuchmesse, weil es so viel leerer ist. Also letztes Jahr konnten meine Frau und ich teilweise manche Stände in Halle 3 gar nicht angucken, weil es zu voll war und man nicht durchgekommen ist. Gut, dass der Lux Verlag Leute jetzt ausgelagert hat, hat definitiv geholfen, weil das ist kein großer Stand, aber der Andrang ist riesig. Dieses Jahr konnte man auch Tickets sich holen, mit denen man dann auf die Verkaufsfläche durfte, um sich die Bücher anzugucken, die es auch sonst gibt bei Lux. Also das hat für mich noch nicht so viel Sinn ergeben, nicht wie bei den Kalenderverlagen, die dann teilweise vergünstigte Kalender angeboten haben. Wir nehmen das einfach mal so hin. Ja, was soll's. Dieses Jahr war es auf jeden Fall leer und das war schön. Also ich meine, mein Vater und ich waren schon mal in einem Jahr Samstag und Sonntag auf der Messe und es war Sonntag so anders. Natürlich gerade in den Fachhallen hat man viel so dieses, alles wird zusammengepackt und es wird schon abgebaut, auch morgens um 10. Feeling, das ist natürlich ein bisschen trostlos in manchen Punkten, aber in Halle 3 und 4 ist das beispielsweise überhaupt nicht so. Das heißt, da kann man auch super gut, finde ich, Sonntag hin. Und ja, wenn man dann zu den Fachverlagen will, dann ist wahrscheinlich irgendwas vor Samstag sowieso besser, weil es dann so die primäre Zeit für die ist. Aber ich habe auch ganz, ganz viel gelernt, mal wieder in den Fachverlagen, in den Hallen, wo die Fachverlage sind. Zum Beispiel war da ein Stand, da ging es denn ausschließlich darum, Lizenzen zu verkaufen für die Bücher. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie sowas eigentlich passiert. Aber dass natürlich auch für sowas die Buchmesse da ist, ergibt total viel Sinn. Als letztes fehlt noch das Buch, was meine Frau geschenkt bekommen hat. Nämlich, und oh mein Gott, können wir bitte darüber reden, wie niedlich es ist. Penguin Out. Und es ist super, super cute und das ist, und wir haben auch von Bücherbüchse diese Aufkleber-Tattoos bekommen. Orwell lives at the zoo, surrounded by animal pals who go on exciting adventures. He always struggles to tag along until one day he comes up with his own adventure. To fly to the moon. Das ist jetzt von Scholastic. Und dann hat man hier so zum Beispiel diese Zeichnung. Wir haben es beide noch nicht gelesen und es ist einfach sehr cool und meine Frau liebt Pinguine, deswegen, ja. Es ist geschrieben von Marcy Colleen und illustriert von Emma Jarlett. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Und das sind sie. Die, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15 oder 17 Bücher der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Ich bin super gespannt, wie sie werden. Lasst mich gerne wissen, ob ihr manche davon schon gelesen habt. Also ich meine, bei vielen wird das nicht gehen. Aber Good Girl's Guide to Murder kann man zum Beispiel schon gelesen haben. Frankenstein kann man schon gelesen haben. Ich kenne nur eine feministische Adaption als Theaterstück. Aber ich denke, das ist sehr anders als das Original. Und ich bin auch gespannt, was es so mit diesen Briefen auf sich hat. Also es scheint, als ob Bücher auch irgendwie immer mehr werden als nur Bücher, sondern ja, wie so kleine Erlebnisse, sage ich jetzt mal. Und auf der einen Seite finde ich das voll cool und fancy und auf der anderen Seite ist es auch krass zu sehen, wie teuer Bücher geworden sind. Also ich meine, die Bücher sind wirklich, wirklich wunderschön und es ist Hardcover. Ja, mit fast 500 Seiten sind sie jetzt auch nicht ultra dünn. Aber ratet doch mal gerne, was ihr denkt, was A Good Girl's Guide to Murder kostet in den Kommentaren. Und lasst mich das gerne wissen. Oder auch hier, was diese Frankenstein-Ausgabe kostet. Oder auch, ich nehme mal irgendwas. Dieses Buch. Could It Be Love?
Ratet mal gerne, was Frankenstein, The Good Girl's Guide to Murder oder Could It Be Love kosten in den Kommentaren. Ich werde es natürlich auch auflösen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gerechtfertigt ist. Da hatten wir zum Beispiel am Stand von Was Tara sagt eine Unterhaltung mit jemandem vom Verlag. Das müsste dann... Drüben? Nee, ich komme gerade mit dem Verlag durcheinander. Das macht nichts. Jedenfalls, eine Person, die zu diesem Verlag gehört, bei der Signierstunde von Was Tara sagt, von Tara Luise Wittber, die meinte dann auch so, dass die ihre Bücher jetzt halt teurer machen mussten, weil Papier einfach an und für sich teurer wird, weil es ein bisschen Papierknappheit gibt. Und wenn man dann natürlich erst seine Kontingente gekauft hat und da war noch alles gut, dann konnte man die Bücher natürlich zum gleichen Preis anbieten. Aber wenn man jetzt neue Kontingente von Papier oder was auch immer einkaufen muss und es teurer ist, dann macht es natürlich auch die Bücher teurer. Und für mich ist es immer wieder krass, also wirklich krass, wenn ich mir vor Augen führe, was für ein heftiges Privileg es einfach ist, dass ich Rezensionsexemplare bekomme, weil ich ansonsten so viel mehr Geld für Bücher ausgeben müsste. Also gut, wahrscheinlich würde ich mir nicht so viele Bücher mehr kaufen, als ich es jetzt tue, sondern einfach mehr in Büchereien gehen, Büchertauschschränke, sonst was. Wobei ich in letzter Zeit sehr viel auch hier im Büchertauschschrank vor Ort gucke. Und wir haben so eine Art Bücher-Outlet. Da gibt es auch manchmal Bücher zwischen 1 Euro und Hälfte vom Originalpreis. Das ist auch eine gute Möglichkeit, günstig an Bücher zu kommen. Aber an und für sich, neue Bücher sind einfach so teuer. Und daran merke ich einfach mal wieder, was das für ein heftiges Privileg ist. Und dann wundere ich mich leider auch gar nicht mehr so sehr, wer in der Bücherbubble, wer vielleicht auch sich viele Bücher kauft, dann präsent ist. Und ich glaube, dass das halt auch ein Punkt ist, über den man sich mal Gedanken machen kann. Aber das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich mache jetzt nicht noch ein Fass auf. Ratet gerne, was die Bücher kosten. Verratet mir gerne, welche von den Büchern ihr vielleicht schon gelesen habt oder die auch auf eurer Leseliste stehen und was ihr von der Heartstopper Leseliste Challenge haltet. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt fit, munter und gesund und bis demnächst.